Für das heutige Video von meiner Bike-and-Boat-Reise mit Insellüpfen habe ich euch die letzten zwei Touren auf der Insel Elba zusammengefasst und zeige euch davon 7 Trails. Dabei sind die zwei letzten Trails der absolute Wahnsinn und für uns einstimmig das Highlight auf Elba. Bei der ersten Tour starten wir von Porto Azzurro und fahren rüber nach Enfola. Das war mit 44 Kilometer auch die längste Tour, die wir bei der Reise gefahren sind. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und los geht's mit einer kleinen Uphill-Challenge. Hey, du bist am Cheaten. 18% Steigung. So, also hier haben wir eine kleine Bergauf-Challenge. Ab da, wo wir gestartet haben, wo der Markus ein bisschen schon gefilmt hat, versuche ich jetzt zu challengen, das ganze Stück bis rauf zu schaffen. Es ist hier ultra steil, aber weil es Asphalt ist, geht's. Wäre das auf Schotter oder irgendwie Waldweg, dann könnte ich das nicht. Aber hier. Aber mal schauen, ob ich es noch bis hoch schaffe. Der Markus fährt immer so leichte Schlangenlinien. Der fährt man natürlich mehr Weg, aber kann sich so ein bisschen bequemerer hochclimben. Ja, ist die Frage am Ende, was effektiver ist von dem Energieverbrauch. Die mehr Strecke oder die weniger Krafteinwirkung, wenn man so hochfährt. Auf jeden Fall wird mir schlecht, wenn ich dem Markus dabei zusehe, wie die ganze Zeit rechts links fährt. Also Markus ist der Meinung, dass wenn man hier so rund fährt, dass das weniger Energie verbraucht am Ende. Weil man ja eigentlich die gleiche Zeit fährt, wie ich auch jetzt. Ja, man hat es ja gesehen. Also ich habe ja gerade hochgetreten und bin ziemlich kaputt gegangen und du hast halt längeren Weg gehabt, aber 50er-Pulse. Ja, ja. Ja, also wenn der Weg breit genug ist, kann man das gut machen. Noch war der ja noch gar nicht so wild, ne? Nee, allerdings. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, wann. Ja, ja, ich dachte auch, gleich aufpassen, gleich geht's los. Dann dachte ich, okay, jetzt bei den Steinen, aber das war noch nicht so wild. Ich hatte total Respekt irgendwie. Ja. Ich dachte, er hat so viel ja. gesagt. Ja, genau. Und dann denke ich immer, wann kommt's? Und dann lasse ich gar nicht laufen. Genau das Gleiche, ja. Like this? No, much harder now. Ah, okay. Okay, jetzt geht's los. Markus fährt vor. Boah, das ist schwierig hier zu fahren. Ich muss mich die ganze Zeit ducken wegen den Ästen und gleichzeitig kommen noch die Stufen. Wartet auf mich. Oh, viele, viele, viele spitze Steine. Boah, das
war anstrengend. Oh, heftig, oder? Alter, ja. Mein Helm hat sich gelockert. Oh, so. Das war schon ordentlich. Ja, die ganzen spitzen Steine, die gucken dich so an. Ja, da hat er nicht zu viel versprochen. Ja. Und? Geil. War geil, ne? Oh, Fußgänger. Das war jetzt nicht meine gewollte Leine da zwischen den Steinen durch. Ah, krass. Krass, wie der Markus abgeht, aber das ist noch nichts. Also, der wird noch viel mehr laufen lassen. Nimmt halt Rücksicht auf mich, dass ich ein bisschen was filmen kann, was jetzt zu sehen ist. Scheiße, Mann. Aber Markus, da hättest du noch schneller gekonnt. Also es war jetzt normale Geschwindigkeit. Ja, das war jetzt... für mich. Also auch als First Ride würdest du da... weiter? Keinen Fall. Keinen Fall? Nee, jetzt nicht Downhill, sondern Enduro. Weil in Enduro hast du viele First Try Runs. Ja, du kennst die Strecke nicht. Würdest du das noch ein bisschen schneller fahren als jetzt? Bis auf die Stellen, wo du gewartet hast. Ich sag mal so, wenn du im Race-Modus bist, Vollvisier-Helm, noch einen anderen Fokus hast dann ja. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen touristisch unterwegs ist, dann nicht. Du musst zu viel gucken, zu viel Risiko. Nein, nicht viel schneller. Leider habe ich an diesen beiden Tagen keine Aufnahmen von Markus' Helmkamera reingeschnitten, da der Weitwinkel falsch eingestellt war und somit die Aufnahmen komplett unbrauchbar. Luca voraus! Ja, okay. Ja. Los geht's. Das ist der letzte Trail für heute, aber soll auch der beste sein. Also zumindest vom Guide Luca ist das der Lieblingstrail. Thank you.
Alter. So, ja, hier gibt's 3 Lines. Alter, am Ende war der nochmal richtig geil, ey. Alter, bist du abgezogen da. Oh, das war ein ultra schnelles, flowiges Stück. Ja. Woo. Hello, thank you. Thank you. Coming some more. Wow. Oh. Alter. Alter. Die Stufe war riesig. Das war übel. Die war so hoch. Ja. So. Jetzt kommen wir zu der zweiten Tour auf Elba. Das war dann ein Tag später. Und die Tour startete von Marciana oder Marciana Marina nach Marina di Campo. Und dabei fuhren wir 3 weitere Trails, die ein absolutes Highlight sind. Wie am Anfang des Videos erwähnt, kommen gleich auch die beiden Top-Trails, die ich für euch ohne Schnitt komplett reingenommen habe, da sie einfach viel zu gut sind, um sie nicht komplett zu zeigen. Viel Spaß dabei! Was da im Hintergrund? Markus hat den Stock mitgenommen. Oh. Sehr rutschig und keine richtigen Anlieger in den Kurven. Aber das Hintergrund umsetzen kann man hier auch nicht, dafür ist es zu flach. Deswegen rutscht man hier so ein bisschen rum, aber auch wenn man kaum am Bremsen ist, geht das Hinterrad rum. Und der Markus hat mich schon wieder eingeholt. Boah, sieht das hier geil aus. Let's go. Los geht's. Wow, der erste richtige Jump. Oh. Markus legt wieder ein Tempo vor. Wow. Zucker, Zucker. Ja. Markus wartet.
Okay. Oh Mann. Alter. Markus, ey. Leute, also ich würde sagen, das war bis jetzt der geilste Ride. Und, allerdings, das hat mal richtig Spaß gemacht. Schön viele naturbelassene Stufen, die alle mindestens 80 cm hoch waren. Ja. Also du konntest nichts abrollen, du musstest immer so droppen, das Bike nach vorne schieben, also zu langsam sollte man nicht sein. Und ja, richtig geil. Du konntest auch schön schanzen, yeah. Alles safe. Ich hoffe, du hast das alles nachgemacht. Habe ich fast alles. Und, aber von hinten, wie krass die Sprünge sind. Ja. Also man so drüber kommt immer, okay. Ja, aber vom Anfang so vom Gefühl. Du, ach du Scheiße. Ja, wenn du jemanden siehst, der drüber kommt. Aha. Alter, richtig geil. So Leute, ein bisschen Angststimmung, weil das soll jetzt eines der schwersten Trails sein. Und Markus und ich wechseln uns ja ab, wer vorfährt. Und jetzt bin ich damit vorfahren. Ich kann aber auf keinen Fall blind so ein Tempo fahren. Deswegen ein bisschen Piano und also angeblich sind da ein paar sogar Schiebesektionen, weil es so schwer ist und muss ich mal gleich echt schauen. Hier links. Casavecchi, ja? Casavecchi. Hier. Wir fahren. Safe. Man wartet drauf, was kommt da gleich, ne? Okay, hier geht. Stein. Außen rum. Okay. Ja. Zum Glück waren das keine Dornen. Warte mal. Alter. Das darf man aber auch langsamer fahren, ne?
Ja, das war Safe-Geschwindigkeit. Ja. Ich gucke jedes Mal, ich warte auf diese riesen Drops. Ja, das ist wahrscheinlich der Fehler. Wahrscheinlich haben wir den schon längst. Meinst du diese Stufen da im Sand? Rechts so eine Platte mal. Vielleicht hat er das gemeint. Mhm. Rechts ging es nicht weiter, oder? Nicht, dass du vielleicht falsch sein. Okay. Ja, also, geschafft. Mega geiles Gelände, so im Sand. Ich glaube, so einen Trail bin ich noch nie gefahren. Jau! Markus könnte mein Sohn sein. Ja, die ging einfach noch weiter. Boah. Boah. Alter. Ja, das Stück war auch geil, ja. Hallo. Wenn ihr euch für so eine Bike-and-Boat-Reise interessiert, besucht einfach die Seite inselhüpfen.com und schaut nach Mountainbike und Mountainbike-Spezialtouren. Wie in den letzten Videos habe ich euch die GPX-Dateien von den beiden Touren in die Videobeschreibung gepackt und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben und schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.